in meinem Namen herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie hatten einen prachtvollen Sommer bei diesem Wetter, was ist, glaube ich, nicht so schwierig. Wir sind heute hier. Der Hauptgrund ist eigentlich die Präsentation unseres neuen Hauptsponsors, Spuso, und wir werden dann natürlich auch im Anschluss an die, über die Liga sprechen und darum ist Steve Cameron hier und über vielleicht auch die Champions League und werden noch andere Fragen haben. Wir freuen uns über unseren neuen Hauptsponsor. Wir werden gemeinsam in den nächsten Jahren den Weg gehen und es ist auch interessant, dass hier der regierende Testsieger im Mobilfunk und der momentane mit Abstand führende Verein der Liga eine Partnerschaft eingehen. Die Premiere ist offiziell am Freitag beim Spiel gegen Salzburg. Sie sehen doch schon, wo sind eure Dress. Steffel musste wieder einmal weichen, aber es ist so, dass ich dort ganz gute Beziehungen zum Vorstand habe und der mit mir dann diesen Weg auch geht. Es wird eine längerfristige Partnerschaft sein und viele sprechen von einer Win-Win-Situation. Ich sehe das immer ein bisschen differenziert. Wenn ich hinterher eingeladen bin, vor kurzer Zeit, und wurde gesagt, das ist eine Win-Win-Situation. Und wie gesagt, wissen Sie, ich bin aber ganz vorsichtig, es gibt ganz wenige Win-Win-Situations. Meistens ist es so, einer hat Win-Win und einer hat die Situation. Das ist wirklich die Erfahrung, die ich habe im Geschäftsleben. Das ist eine Win-Win-Situation. Da bin ich ganz, ganz fest überzeugt. Und worauf wir alle hier, die ja für die Capitals arbeiten, sehr stolz sind, es zeigt auch die Stärke der Marke Capitals. Das war ja nicht immer so. Marken muss man aufbauen, das war mein Hauptberuf. Man muss es nachhaltig angehen, das haben wir auch gemacht. Und die Stärke zeigt sich ja auch, dass wir einen Hauptsponsor, den wir verloren haben, und wir haben überhaupt, möchte ich sagen, ungeheuer teure Sponsoren. Und wir haben heuer zwei Sponsoren verloren, beide nicht, weil sie nicht zufrieden waren. Im Gegenteil, das Management hat versucht noch zu retten, was zu retten ist, sondern weil es neue Eigentümer gab. Einer war UPC, die haben nach wie vor Interesse bekundet, die Mannschaft von UPC, aber Sie wissen selbstverständlich, wie schwierig so Übernahmen sind, bis es zum Closing kommt und so weiter. Es war keine Entscheidung möglich in dieser kurzen Zeit. Gut für uns, das haben wir eben diese wunderbare Partnerschaft, glaube ich. Und das Zweite war unsere Autofirma, BMW, die lange unser Sponsor war, wurde auch verkauft und dann irgendjemand wollte Sport nicht mehr sponsern. Dort waren wir mit einer Situation konfrontiert, die viele meiner Kollegen, und vor 10 Jahren hätte ich es genauso gesehen, sehr erfreulich gesehen hätten, nämlich zwischen zwei möglichen Partnern zu wählen. Und da glauben Sie mir, das ist oft auch eine sehr schreckliche Situation, wenn beide Partner Fans sind, beide Partner wollen und zu einem muss man sagen, wir haben die Entscheidung getroffen, jetzt also für den anderen Partner. Zur Markenkraft noch einmal, wir sind jetzt dabei, auch immer das erheben zu lassen. Und die Zeiten im Sport sind ja schon seit einiger Zeit und ist immer massiver vorbei, wo es persönliche Bekanntschaften gab, wo man gesagt hat, gut, ich kann mich gut erinnern, halt, wie ich noch die Agentur hatte, ah, den geben wir 100, da war noch Schilling, 100.000 Schilling, den geben wir 150. Die Unternehmen sind heute im viel massiveren Konkurrenzkampf, oft sind sie international, müssen sich auch permanent rechtfertigen. Und auch nationale Firmen sind heute permanent aufgerufen, schauen ökonomisch zu operieren. Wir haben einen exzellenten Return on Investment bei allen unseren Sponsoren und ich hoffe, es ist bei uns genauso sein wird. Das heißt, ich bin überzeugt. Wir haben in den letzten Monaten auch viele andere Sponsoren gewonnen, vor allem die Aktion der Vienna Capital Supporter Club. Wächst. Wir haben es gehofft, aber dass es so gut läuft, haben wir, glaube ich, alle nicht angenommen, auch die Herren, die dafür bei uns verantwortlich sind. Und wir haben zum Beispiel im Augenblick 43 kleine und Mittelbetriebe, wo man schon mit einem geringen Betrag einsteigen kann, die daran teilnehmen. Und das ist, wie ich jetzt gestern da erfahren, heuer schon ein Plus von 48% allein zum Vorjahr in diesem Supporter Club. Den wir erst, wie gesagt, seit einem Jahr haben. Das ganz kurz umrissen die Situation und ich darf jetzt dann zurückgehen. Sie und Sie in weiter Moderation, bitte. Vielen Dank.
Ja, ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Mein Name ist Franz Bichler, Eigentümer und Geschäftsführer von der Marke Spuso. Spuso ist eine Mobilfunkmarke, die es seit 15. Juni 2015 gibt und wir haben ein sehr erfolgreiches Wachstum, dazu vielleicht später. Was war der Beweggrund für Spuso, gemeinsam mit den Vienna Capitals neue Wege zu gehen? Bereits vor 3,5 Jahren ist der Herr Christoph Schmidt an mich herangetreten, ob ich nicht mit Sponsoring einsteigen möchte bei den Vienna Capitals. Damals war aber ein anderer Hauptsponsor da und ich habe zum Christoph Schmidt gesagt, wenn der einmal weggehen sollte, dann soll er sich wieder bei mir melden. Das war jetzt vor kurzem so. Und darum habe ich die Gelegenheit genützt und wir sind intensiv und sehr schnell in Gespräche gekommen. Waren uns eigentlich auch dann sehr schnell schlussendlich einig. Was ist der Beweggrund für Spuso generell in Sport zu investieren? Wir von Spuso leben wie eine Familie. Wir sind einfach, menschlich und fair. Und bei uns hat der Sport einen Stellenwert. Ich sage immer, umso mehr Sport, das der Mensch betreibt, umso dynamischer, fitter, agiler wird er, umso leistungsfähiger wird er. Sowohl im Privatleben wie als auch im Berufsleben. Und darum habe ich nicht lange gezögert und versucht, dass wir hier als Hauptsponsor bei den Spuso Vienna Capitals tätig werden. Es ist ja nicht unser erstes Sponsoring im Sport. Wir haben bereits vor 3 Jahren begonnen, in der Handballliga uns zu betätigen. Die Handballliga heißt nun seit dieser Saison Spuso Liga und die zweite Liga ist die Spuso Challenge. Wir haben zum Beispiel als Testimonial den Manuel Ortlechner engagiert, der ehemals Nationalspieler war. Und vor einigen Monaten sind wir auch Hauptsponsor beim SKN St. Pölten geworden, die momentan Zweiter in der Tabelle der Bundesliga im Fußball sind. Und ganz hervorragend sind die Spuso Vienna Capitals, die sind mit 8 Punkten voraus Erster. Also wirklich wahnsinnig gut. Große Gratulation, auch wenn es gestern am Abend nicht so gut gelaufen ist, aber in der heimischen Meisterschaft läuft es hervorragend. Und auch bei uns bei Spuso läuft es hervorragend und so glaube ich, dass das sehr gut zusammenpasst, viele Werte zusammenpassen. Und darum bin ich sehr froh, dass uns das jetzt doch gelungen ist, uns als Spuso hier im Sponsoring bei den Spuso Vienna Capitals zu beteiligen. Wir haben es gerade gehört, Franz Kaller, die Caps sind in der Liga perfekt gestartet, 10 Spiele zum Sieger, aber der Champions League bis zum Schluss den Aufstieg gekämpft. Wie groß ist die Freude darüber, dass es in dieser Saison vom Start weg wieder so gut läuft, dass die Zusammenstellung gegriffen hat, dass man merkt, dass die Spuso Vienna Capitals sind auf dem richtigen Weg? Ja, zuerst einmal ein schönes, herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Es ist ein sehr erfreulicher Zwischenstand, aber es ist ein Zwischenstand. Man muss die Dinge natürlich auch ein bisschen differenzieren. Auf der einen Seite, sage ich, ist es erfreulich, an der Tabelle so weit voran zu sein und im Grunde genommen sehr erfolgreich in die Saison gestartet zu sein. Es gibt immer Ruhe, aber viel, viel mehr erfreulich ist, wenn man sich anschaut, wie wir die Spiele gewonnen haben und mit welchem Kader wir die Spiele gewonnen haben. Der Anteil der Österreicher und die Eiszeit der Österreicher ist enorm gestiegen. Ja, wir haben sehr, sehr viele Nachwuchsspieler. Man sieht, dass die langfristigen Konzepte greifen. Wenn ich daran denke, dass wir gestern oder die beiden Spiele gegen den Schweizer Meister mit nur noch 6 oder 7 Legionären gespielt haben und der Rest waren alles Österreicher. Das ist das, was langfristig uns als Verein weiterbringt. Der Rest ist ein Prozess und ein erfreulicher Zwischenstand, aber wie wir wissen, es liegt noch sehr viel Arbeit vor uns. Dave Cameron, yesterday it was a tough fight. It's in the last game of the group stage. At the end, the Caps out of Champions League, but I think you can take a lot of experience out of this competition. So looking back to the CHL and upcoming, looking forward to the upcoming home game double against Salzburg and Linz, how
how would you summarize the last weeks and then the upcoming games? How long have we got here for this press conference? Okay. Thanks for reminding me about last night's loss. I really appreciate that comment. That's good. No, I think the Champion League, the purpose of the Champion League obviously is to develop hockey in Europe. And so you're putting the best teams in each of the leagues against one another, and I think that's the purpose of it. And overall, when I look at our performance in the Championship League, we did a lot more good things than bad. I'm pleased. I thought, you know, sometimes when you lose hockey games, you just don't look at how your team played. You have to look at what the opposition did. And when you play better teams that are in higher leagues and stuff like that, it gives us a chance to grow. And I thought we did that, and it was exciting. And now we got to move forward in our league. Obviously, that's our priority, is how we do in our league. And we're off to a great start, but that's all it is a great start. The league keeps moving. You know, when the league starts, everybody's coming off a three-month period, basically, where they haven't played hockey. They've trained a bit in the summer, but they're coming back, and they've gone through the training camps, and there's a certain level of the league. But that level, as teams stay on the ice every day and play games, the level keeps rising. So our challenge now is to use this great start as a building block, but to make sure we do our work every day so that we're the team that's leading in terms of getting better. Some words to the upcoming two games against Salzburg and Linz. What can we expect? Well, it's two good teams. It's going to be two tough games. All the games, because the leagues are getting better, teams are together. It's the same thing. The league, all the games are tough games, and we got to be ready.